Herzlich willkommen auch heute zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 103, Vers 3 und 4, da heißt es: Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Und da steckt alles drin: Vergebung, Heilung, Befreiung und seine Gnade. Wie wunderbar! Hoffnung um 12. Wir wollen dich wieder ermutigen. Überwinde den Widerstand. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Überwinde den Widerstand. Auch wieder ein Teil aus dem Leitfaden für deine Freiheit. Ja, Freiheit. Fliegen hat auch was zu tun mit Freiheit. Und wir wissen, wenn ein Flugzeug fliegen möchte, ist es nicht nur Geschwindigkeit. Weil wenn es nur Geschwindigkeit wäre, dann würde das Flugzeug über die Startbahn hinausrasen, aber nicht nach oben steigen. Es ist auch wichtig, dass man den Steuerknüppel zieht, damit es nach oben geht und mit dem Steuerknüppel auch das Flugzeug steuert. Und es ist auch mit der Freiheit, deine innere Freiheit und auch deine äußere Freiheit, deine Entscheidung. Du hast den Knüppel für dein Leben in der Hand. Die Entscheidungen triffst du, ob du volle Kanne über alles hinausrast oder zum richtigen Zeitpunkt bei der richtigen Geschwindigkeit abhebst und auch wo das Flugzeug der Freiheit sozusagen hinfliegt, ist deine Entscheidung. Ein Mann hat mal gesagt, erlebe die Freiheit, das zu tun, was gut ist und zu lassen, was dir und anderen schadet. Das ist Freiheit. Du darfst selbst entscheiden. Entscheide selbst, sonst entscheidet jemand anders und das ist bestimmt nicht das, was du brauchst. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass wir wirklich, Herr, wirklich den Widerstand überwinden, selber den Knüppel in die Hand zu nehmen und selber zu entscheiden. Herr, ich danke dir, dass du uns die Freiheit gegeben hast, über unser Leben zu entscheiden. Wohin es geht, wie hoch es geht, in welche Richtung es geht. Und danke, Herr, dass du jedem Freude daran schenkst und viel, viel Weisheit. Amen. Amen. Und auch heute wollen wir wieder beten für Menschen, die Gottes Hilfe brauchen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Hallo, liebe Isolde und lieber Daniel. Ich wollte mich einmal herzlich bedanken für eure Gebete. Es ist so viel besser mit meiner Panik- und Angstzuständen geworden. Ich bin so dankbar. Und ich wollte euch fragen, ob es möglich wäre, dass ihr für meine Mutter betet. Sie leidet seit 10 Jahren unter schrecklicher Migräne. Es ist fast unerträglich, diese Schmerzen. Ich glaube daran, dass Jesus sie heilen kann. Vielen Dank für eure Gebete. Und das wollen wir tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die diese fürchterliche Migräne hat. Und ich danke dir, dass wir diese Migräneschmerz einfach durchschneiden dürfen durch dein kostbares Blut, mit deinem kostbaren Blut. Und ich danke dir, dass dieser Schmerz entmachtet ist und dass diese Migräne keine Wirkung mehr hat. Und ich danke dir, dass du diese Frau berührst. Danke, Jesus, dass da wieder vollkommene Funktionsfähigkeit und vollkommene Normalität eintritt in diesem Kopf. Und ich danke dir, dass diese Migräne ein Ende hat. Und danke, Jesus, auch für alle anderen Menschen, die Migräne haben. Danke, Jesus, dass dieser Schmerz verschwindet und dass Normalität eintritt in diesen Kopf bei jedem, der Migräne hat. Und dass dieser Schmerz entmachtet ist und dass vollkommene Normalität eintritt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns per E-Mail: Liebe Freunde, ich leide seit einigen Jahren an Neurodermitis an meinen Händen und habe immer wieder furchtbare Probleme. Ich habe zurzeit einen größeren Schub und teilweise alles offen und der Juckreiz ist kaum auszuhalten.
Ich bitte um Gebet und ich weiß, bei Gott gibt es kein Unmöglich. Danke für Ihre Hilfe. Und das ist wahr, bei Gott gibt es kein Unmöglich. Und Jesus, ich danke dir, dass du deine Macht auch an dieser Person zeigst, mit dieser Neurodermitis, deine Heilungskraft. Und ich danke dir, dass du sie jetzt durchströmst und dass diese Haut wieder vollkommen normal wird und ganz wird, wie die Haut eines Babys. Und ich danke dir, Jesus, dass du da einfach das, diese Neurodermitis wegnimmst, dass deine Heilung da jetzt fließen kann. Danke, Jesus. Und auch all die anderen Menschen, die Neurodermitis haben oder Probleme mit der Haut. Ich danke dir, Jesus, dass du jede Haut reinigst, dass alles wegfällt oder weg muss, was nicht von dir ist, was an dieser Haut nicht in Ordnung ist. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Kraft stärker ist wie jede Krankheit und dass du diese Neurodermitis heilst bei jedem, der sie hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns deine Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt für ihren Bruder: Mein Bruder hat Zungenkrebs im Endstadium. Gerade schrieb er mir, brauche eure Gebete, liege seit gestern im Bett, Erkältung mit sehr starkem Husten. Danke für alle Fürbitte. Er lebt allein, ich bin weit weg, bitte tretet für ihn ein. Danke vielmals. Ja, das wollen wir gerne tun. Danke, Herr, dass du diesem Mann begegnest, der jetzt krank ist, der Zungenkrebs hat. Danke, Herr. Herr, jegliche Art von Krankheit und auch den Krebs. Herr, gebieten wir, dass es weicht. Herr, ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist, dass du die Kraft hast. Und Herr, selbst wenn es im Endstadium ist, du bist der Kraft. Du bist die Kraft, du bist die Heilung, du bist wirklich die Lösung und ich danke dir dafür, für völlige Gesundheit. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns sein Gebetsanliegen. Liebe Isolde und Daniel, ich danke euch für eure Sendung Hoffnung um 12. Ich schaue sie mir gerne an. Nun zu meinem Gebetsanliegen. Ich habe sehr starke Nackenschmerzen. Vor allem im Bereich meines ersten Halswirbel und am Schädeleingang. Auch leide ich an einem chronischen Dauerschwindel und starke Depressionen. Bitte betet, dass die Schmerzen, Schwindel und Depressionen verschwinden. Vielen Dank. Ja, das hängt irgendwie alles zusammen und da wollen wir jetzt auch beten. Und ich danke dir, Herr, dass auch dieser erste Halswirbel, Schwindel und Depressionen, Herr, das ganze Paket wir dir bringen dürfen. Danke, Herr, dass, Herr, in dir Weitsicht ist, aber auch, Herr, all die Nerven, Herr, die den Schwindel verursachen, die vielleicht nicht richtig liegen. Wir befehlen alles in den Schöpfungszustand zurück und auch diesem Wirbel, dass er in den richtigen Zustand zurückkommt, in das richtige Lager zurückkommt. Und danke, Herr, dass du das Wunder tust, dass wieder alles richtig gut wird. Und danke, Herr, schenk auch dieser Person eine Perspektive, dass sie sieht, Herr, wer ihr Gott ist und wie groß deine Herrlichkeit ist, deine Taten sind, Herr. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Amen. Menschen schreiben uns ihre Erlebnisse mit Gott, wo Gott eingegriffen hat in ganz verschiedenen Situationen. Und so schreibt uns eine Frau: Mein Mann ist jetzt offen für den Glauben. Er ist nicht mehr abweisend und hört mir zu. Er hat sogar mit mir eine christliche DVD angeschaut. Danke, Jesus, und danke für alle Gebete. Danke auch für die Gebete für meine Tochter. Sie hat ihre Ausbildung gut abgeschlossen. Ja, und Gott lenkt auch Menschenherzen, dass sich Menschen wirklich verändern. Und eine Frau hat wunderbar das Wirken Gottes erlebt und schreibt: Zur Ehre Gottes möchte ich Zeugnis geben. Ich hatte seit über 10 Jahren kein Auto. Gott hat mich in Corona-Zeit mit einem Auto gesegnet. Er hat mich aus Hartz IV geholt und ich konnte zwar mit Abschlag früher in Rente gehen. Er hat mich mit Arbeit versorgt. Jetzt sehe ich endlich, wofür ich arbeite und er hat das Verhältnis zu meiner Tochter verbessert. Alles muss mir zum Besten dienen, selbst 2 Fahrradunfälle.
Durch Hartnäckigkeit habe ich der Versicherung die Stirn geboten. Danke für eure Gebete. Das ist wirklich eine fast Rundum-Erneuerung. Und eine Gebetserhörung auf der Israel-Reise. Im August 2017 erzählte mir unsere Tochter, die in den USA lebt, dass sie sich seit 3 Jahren vergeblich ein Kind wünschen. Auf der Reise mit euch nach Israel habe ich besonders dafür gebetet. Während einer Predigt sagte Daniel, dass einige für Kinderwunsch beten. Das hat mich betroffen und ich spürte, dass dieser Wunsch wahr wird. 10 Monate später konnten wir unser erstes Enkelkind gesund in den Armen halten. Ich hatte dann auch Gelegenheit, meiner Familie Zeugnis davon zu geben. Nachdem das erste Kind durch medizinische Hilfe entstand, kam die freudige Nachricht von meiner Tochter, dass sie auf natürlichem Weg schwanger wurde und im Januar das zweite Kind geboren werden soll. Ich habe dafür gebetet, Gott ist so groß, für ihn gibt es kein Unmöglich. Ja, und das ist wahr, für Gott gibt es kein Unmöglich. Ja, wie wunderbar. Wie viele Kinder sind schon auf diese Welt gekommen, wo wir dafür gebetet haben. Und Gott erhört auch dieses Gebet. Hat er bei dir auch ein Gebet erhört? Vielleicht nicht unbedingt ein Kindwunsch erfüllt, sondern was anderes. Dann lass es uns wissen auf unserer WhatsApp-Nummer. Die ist jetzt gerade eingeblendet. Der Tipp des Tages heute. Stell dir mal vor, du hast den Steuerknüppel von einem Flugzeug in der Hand. Und es ist nicht das Flugzeug, es ist dein Leben. Ist es vielleicht an der Zeit, diesen Knüppel hochzuziehen oder auf eine andere Seite zu lenken oder zu tun? Es liegt in deiner Hand. Mach dir ein paar Minuten Gedanken und bewege diesen Steuerknüppel, dein Leben, in die richtige Richtung. Schön, dass du dabei bist. Und wenn du Not hast, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne dafür. Und wir beten auch für alle Anliegen, die wir hier nicht vorlesen. Du kannst auch heute bis 13 Uhr am Telefon uns das mitteilen. Ja, und am Sonntag ist wieder Livestream aus der Christuskathedrale oder im YouTube. Und heute auch wieder der Leitfaden für deine Freiheit. Du darfst ihn gerne kostenlos bestellen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Wir verabschieden uns und wünschen dir noch einen gesegneten Tag. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.